Diese Frau ist einfach ein Dauerbrenner. Einen Tag nach der knappen 2:3-Niederlage mit Deutschland im Fed-Cup-Viertelfinale gegen die Schweiz strahlte Australian Open-Siegerin Angelique Kerber in Leipzig wieder vor der Kamera. Doch nach dem Fotoshooting mit dem Siegerauto für den Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart verabschiedete sich Kerber in eine wohlverdiente Pause. Ich freue mich einfach, nach Hause zu kommen, mein Handy auszuschalten und einfach mal auf der Couch zu liegen, alles nochmal Revue passieren zu lassen, was in den letzten paar Wochen passiert ist und auch in den letzten Tagen hier in Deutschland. Und einfach mal mich nicht zu bewegen, darauf freue ich mich am meisten. Trotz Reisestrapazen und der Niederlage gegen die Schweiz hat Kerber die Tage beim Fed Cup in Leipzig und die Euphorie nach ihrem großen Triumph in Melbourne genossen. Und auch wenn der Akku jetzt leer ist, für Kerber steht fest, dass sie die Abstiegsrunde im April definitiv spielen wird. Ich stehe momentan auf jeden Fall zur Verfügung. Also bis dahin haben wir ja noch einige Wochen, aber momentan, mein Herz schlägt für den Fed Cup und bisher habe ich immer gespielt und das werde ich auch in Zukunft versuchen zu spielen. Den Abstieg der deutschen Fed-Cup-Truppe aus der Weltgruppe will die neue Nummer 2 der Welt um jeden Preis verhindern. Und auch sonst hat Angelique Kerber in diesem Jahr noch einiges vor. Mein Traum war es immer, Olympische Spiele zu spielen. Ich habe vor 4 Jahren in London das erste Mal gespielt. Ich habe knapp dran gescheitert im Viertelfinale. Und klar, es ist das Ziel, eine Medaille in Rio zu holen, genauso wie die Nummer 1 und vielleicht noch ein nächstes Grand Slam. Der Erfolg bei den Australian Open soll erst der Anfang gewesen sein. Nach ihrer Pause will Angelique Kerber weiter Vollgas geben und nächste Triumphe feiern.